Hallihallo, meine lieben Leute, es geht weiter mit Gothic 3 Enhanced Edition. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wo wir stehen geblieben sind. Was sind denn gerade für Quests noch offen? Treles, Nemora ist falsch. Beziehungsweise Nemora ist ja nicht falsch, Nemora gehört ja quasi zu Treles. Plündere die Höfe. Das hier habe ich zum Beispiel keine Ahnung, was wir hierfür machen müssen. Kamax Artefakt, das ist der. Das ist der Ork im. Der Ork-Schamane. Na gut, ich schaue mich einfach jetzt erstmal nochmal ein bisschen hier in der Nähe um. Also, bevor ich dann irgendwie wieder aktiv der Suche nachgehe. Irgendwelche Quests zu erledigen. Oh Gott, die bewegen sich schon wieder so krass, ey. Das ist nervig. Guckt euch das mal an. Ich habe hundertprozentig getroffen. Schon wieder getroffen. Und trotzdem treffe ich nicht, weil diese Hitbox halt so beschissen ist. Ja, das ist. Was soll ich dazu sagen, außer fuck you, ehrlich. Also das ist doch echt absolute Dreck. Jetzt, endlich. Ja, da. Dann versuch nochmal irgendwas zu treffen danach. Jo, Lex auch noch jetzt hier. Meine Güte. Einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Snapper sind die Plage dieses Spiels. Und das ist auch eine Sache, die mich in diesem Spiel immer und immer wieder sauer macht. Dass das halt einfach wirklich so abgefuckt ist. Es ist einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Snapper kannst du mit dem Bogen nicht erledigen. Nicht vernünftig. Richtiger, das ist ein richtiger Beschiss. Ne? Die verarschen uns hier. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war, dass sie uns wirklich gesagt haben, komm, wir verarschen die Leute jetzt mit den Snappern. Aber so fühlt es sich an. Und wenn dann die erste Aufnahme des Tages ist und dann dazu gleich nochmal ein paar dezente Lags kommen, das... Blutfliege. Das geht dann natürlich alles irgendwie Hand in Hand, ne? Also, sehr nervig. Habe ich die schon erledigt, oder was ist das? Ich kann ihn auf jeden Fall nicht anvisieren. Ach so, hier sind wir wieder bei dem Orkhof. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Die Truhe soll ich nochmal kurz gehen. In der Höhle waren diese Säbelzahntiger. Dann gucke ich nochmal eben kurz nach der Quest. Genau. Oben in den nördlichen, in dem nördlichen Wald. In dem nördlichen Wald heißt... Nördlicher Wald heißt eigentlich hier. Da ist Norden, Richtung Geldern. So, und wenn man jetzt hier diesen Weg hier weiter lang geht, dann müsste man zu den Waldläufern kommen. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir zu den Waldläufern kommen, wenn wir hier lang gehen. Oder sind das die Waldläufer, die wir auch schon von Geldern aus gesehen haben? Das ist natürlich möglich. Sind das die Waldläufer da oben? Ja, das sind die. Ach du Scheiße. Da hätte ich auch so drauf kommen können. Bei den Waldläufern waren wir schon. Ach Gott, guckt euch das mal an. Ich wollte gerade schon Blizzard sagen. Piranha Bytes. Wie kann euch sowas immer und immer wieder passieren? Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Einfach nur ein großer, großer Scherz. Aber was willst du da schon machen, außer dich regelmäßig darüber aufregen? Einmal bitte entlaggen. Immer die erste Aufnahme.
Wenn das dann noch mit den Snappern zusammenkommt, dann kannst du auch schon mal Aggressionen bekommen. Das muss man wirklich so sagen. Das ist einfach annoying. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Belias. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Okay, die waren's. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit nicht gerechnet. Ich dachte, es waren die anderen. Okay, dann müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir die jetzt nachher ausschalten oder nicht. Das ist dann ja freie Entscheidung. Können wir uns überlegen. Da ich nicht zu den Waldläufern gehöre und eigentlich sowieso nur den Rebellen folge, könnte ich die auch eigentlich für die Orks vernichten. Das ist die Frage. Das, liebe Leute, ist die Frage. Ich spreche auf jeden Fall erstmal mit dem Orkanführer jetzt auf dem Bauernhof. Dann hat er wenigstens schon mal Gewissheit. Wobei er sich das wahrscheinlich auch gedacht hat, dass es die Waldläufer waren. Er hat mich ja letztlich auch auf... Oh Gott, jetzt trinkt er drei. Ja, das ist auch unmöglich. Es ist auch so ein Fehler, finde ich. Du kannst nicht mehr Wasser trinken, als du brauchst. Was soll denn das? Wenn die Erholungsleiste voll ist, warum sollte er dann noch weiter trinken? Das gefällt mir auch irgendwie von der Steuerung nicht besonders. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schweine. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Soll ich ihn jetzt noch erledigen? Nö. Die Lieferung vom östlichen Tempel holen. Aus dem östlichen Tempel. Okay, schauen wir mal. Trelis, nie ohne Seife waschen. Also, der müsste da hinten sein, auf der anderen Seite quasi. Dort müsste der Tempel sein. Ich bin ja froh, dass es in Gothic keine Mounts gibt, wie so ein Pferd oder sowas. In Skyrim gab es ja Pferde, fand ich total überflüssig. Keine Ahnung. Das erinnert mich dann irgendwie immer so an, als ob die irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich einen Mount habe, dann möchte ich so einen Mount haben, wie es in World of Warcraft der Fall ist. Und so war es halt in Skyrim überhaupt nicht. Und so wäre es auch in, ach ja, ist ja gut, Leute. Ich will da überhaupt nicht rein, ihr dummen Penner. So, Osten. Das müsste genau in dieser Richtung sein, da. Der Tempel. Hier waren wir schon dran. Blutfliege, okay. Wo ist sie? Ich sehe sie noch nicht. Da müsste sein. Wildschwein, Blutfliege. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal das Wildschwein, ne? Geht das schon One-Shot eigentlich? Wenn man trifft, vielleicht. Jetzt bewegt es sich auch noch. Genau in dem Moment. Wie das so üblich ist. Bei meinem Glück. Ich darf nicht zu sehr von meinem Pfad abweichen. Da hinten ist ein Bauernhof. Das
Bedeutet, dort könnte auch der Tempel sein irgendwo. Eine Ausgrabung, meine ich. Letztlich suchen die ganzen Orks ja auch wirklich nur diese Artefakte. Das heißt, die haben überall ihre Ausgrabung und überall bei den Ausgrabungen brauchen sie dann natürlich auch Hilfe bzw. Unterstützung. Das ist der Punkt, wo ich dann profitieren kann. So, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wobei das jetzt hier nicht nach einer Ausgrabung aussieht. Aber wir sind halt doch schon weit östlich. Ben. Noch so ein Söldner. Bist auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu leiden. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Wird Zeit, dass dir jemand Manieren beibringt. Dann zeig mal, was du kannst. Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Hab ich fast das Schwein angegriffen. Wen haben wir denn hier noch? Sklaven. Hey du, was schleichst du hier rum? Du schleichst herum wie ein Dieb. Solche Großmäuler, das hat ja richtig Tradition in Gothic, egal in welchem Teil man guckt. Es gibt immer Großmäuler, die das Maul unfassbar weit aufreißen und dann einfach eine Tracht Prügel brauchen und dann kuschen sie. Was ist das denn da hinten für eine Blume? Hab ich ja noch nie gesehen. Flammenbeere, ist mir so noch nicht aufgefallen. Haben wir bestimmt schon mal eingesammelt, aber war mir so nicht bewusst. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Hier. Können wir vernünftig miteinander reden? Verdammt, mir tun alle Knochen weh. Was willst du eigentlich von mir, du Spinner? Er hatte dann Pfeil im Oberschenkel stecken. Ich glaube, ich komme öfter mal vorbei und poliere dir die Fresse. Ja, ja, ist ja gut. Ich halte ja schon die Klappe. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Den Aufseher. Ja, genau, den Aufseher dort. Am besten du hältst dich da raus. Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich habe für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Das ist ja eine nette Quest. Das gefällt mir. Solche Quests, wie bringen die Schaufel oder so, das finde ich, das sind schöne Quests. Die machen mir Spaß. So, was haben wir hier drin? Nichts. Aber hier war noch einer drin. Derek. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Überall diese Dem hast du's gezeigt. Meine Güte. Ich hasse Junge, die Biester. Junge. Das ist auch nicht so alltäglich. Also, das gab's das in Gothic 2? Diese Spontanaktion, wo plötzlich dann irgendwelche Gegner kamen? Die dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht?
die ich an Treles zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Naja, das glaube ich ihm ja. Du schleichst herum wie ein Dieb. Meine Güte, ich schleiche nur, um besser zu klauen. Zu plündern, nicht zu klauen. Meine Güte, hätte ich mich fast verraten. So, dann mal noch kurz gucken, was der im Inventar hat. Zeig mir deine Ware, zack. Zeig mir das. Nichts von Interesse. Gut, liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir hören uns dann morgen wieder in alter Frische. Macht's gut, bis dahin. Ciao.